Servus Leute, willkommen zurück zu Marissas und Alice Trap Tower. Letztes Mal und ich glaube vorletztes Mal, ich glaube nämlich zwei Parts hingen wir an dieser Stage, die hat ziemlich gedauert, aber wir haben sie geschafft. Komm, ich habe eine Jacke angezogen, muss ich sie schon wieder ausziehen. Oh Mann. Ich habe heute, also heute war einer der seltenen Tage, wo ich richtig viel gegessen habe. Normalerweise esse ich ja nicht so viel, aber heute habe ich 8 Milchbrötchen mit Schokostücke gegessen. Ich habe noch die halbe Pizza von meiner Mutter gegessen, die sie gestern übrig gelassen hat. Außerdem, ja, gab es heute Pizza. Also nicht bei uns zu Hause, aber naja. Und da habe ich 4 verdrückt, also sind schon mal 4,5 Pizzen und 8 Milchbrötchen. Dann habe ich heute noch 2 Backfischbaguettes gegessen, also Fisch im Brötchen drin quasi, und eine Leberkässemmel. Und ja, ziemlich viel für einen Tag und auch für meine Verhältnisse. Und das hat sich jetzt bemerkbar gemacht, weil jetzt quasi alles auf einmal rausgekommen ist. Hust, Hust. Und ja, ich glaube, so ungefähr fühlt sich die Geburt an, nur mit dem Unterschied, dass die Venen ja auch noch Unterleibskrämpfe sind. Hätte ich Unterleibskrämpfe auch gehabt, dann wüsste ich, wie sich eine Geburt anfühlen würde. So, stomp, stomp, stomp. Oh, you want to be stomped too? Oh nein, ich wette, das sind diese Marissa-Köpfe, die einen platt klatschen. Gut, run, keep running. We shall become stars. Das heißt, ich muss rennen. Gott. Ist das wieder was, wo ich beide steuern muss? Ah, okay, ich kann es vergessen. Ah. Lalalalalala. Ah. Ah! Die muss ich echt beide nutzen, oder wie? Moment, wie geht das? Mit der Taste. Ja, super. Hm? Achso, ich muss gedrückt haben, okay. Ach! Ah! Ich versuche so wenigstens ein bisschen Zeit rauszuholen. Ah. Ah! Ich habe jetzt auf Marissa geguckt. Schnell, schnell, schnell. Oh. Oh nein. Wow. Nein! Oh Gott, ich hätte mit Alice ihr den Weg freimachen müssen. Dabei war das so gut. Hör auf. Schnell!
schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Ja, super, ich sollte auch mal Alice in Bewegung setzen. Nein! Nein! Oh, ich hasse diese Double-Koordination. Vielleicht mal mit Alice auch auf die Leiter gehen sollen. Schnell, 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 schnell. Ja, ja. Shit! Die Puppe ist doch arschlahm! So, vielleicht kann ich so ein bisschen abkürzen. Schnell, 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 schnell. Ah! Sag mir nicht, Alice muss auf der anderen Seite sein. Oh! Ja, muss sie. Oh mein Gott. Ja. Nächstes ist die Musik geil. Schnell, schnell, schnell. Oh. Schnell. Gut. Das heißt, Alice wartet schon mal hier. Oh, ich muss mich beeilen. Und Marissa auch rüberkommen. Oh, nur weil ich mir zu viel Zeit gelassen habe. Verdammte Scheiße. Ja. Ja, ich bin wieder zu lahm. Alice ist sogar noch, Marissa ist sogar noch vor Alice gestorben. Ja. Nein. Oh, ich hasse diese Double-Aktion. Da müsste man eigentlich beide gleichzeitig steuern können. Das kann ich nicht. Was? So. Schnell. Alice wartet schon. So, wehe. Jetzt klappt's auf einmal. Ja. So, Alice wartet.
Ja, verkackt. Oh. Nee, das schaffe ich nicht. Diese ganzen Double-Aktionen, die schaffe ich alle nicht. Ja, ah, das war dumm. Was habe ich? Oh, das sehe ich gar nicht, weil ich... Ah. Ja, shit. Ja. Nein! Ja? Ah, vielleicht kann ich es einsperren. Okay, ich darf wahrscheinlich nicht die Zehner berühren. Nein, und ich springe daneben. Ich Hansel. Zack. Zack. Ach. Ich gucke erstmal noch weiter. Ich glaube, ich habe es begriffen. Ich muss das Ding nach unten bringen. Zack. Zack. Ah, ich glaube, ich weiß schon. Genau. Nicht den Zehner berühren. Ah! Ja, das ist schon mal besser als das andere Level. Weil diese ganze Double-Aktion, da kann ich nicht. Ach! Sie ist nicht gesprungen. Vor allem, weil ich dreimal... Ja, das war mein Fehler. Vor allem, weil ich dreimal die Sprungtaste gedrückt habe. So, wie ging das? Einmal. Zweimal. Einmal. Im Moment, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Nein, das war zu viel. Ja, das war nicht geflogen von mir. Das war meine Schuld. So.
Das ist schon mal richtig. Pass auf. Ich traue mich nicht, den Zehner zu aktivieren. Aber vielleicht sollte ich ihn mal aktivieren, um zu gucken, was passiert. Na komm. Ah. Aha. Das heißt, bevor ich das mache, muss Alice in Sicherheit sein. Ah! Das und das und das auf jeden Fall. Das. Ach, ich habe denselben Fehler schon wieder gemacht. Wow, jetzt hätte ich fast gepennt. So wie heute bei der Autofahrt, da wäre ich auch fast eingeschlafen. Das war, glaube ich, blöd. Toll, wie kriege ich dich jetzt runter? Einen Fehler gemacht. Rein theoretisch würde das gehen. Ja, es würde gehen. Ich brauche die Schlüssel. Die letzten paar Level sind echt hardcore. Wow! Nein, das. Oh, ich dachte schon. Ja, jetzt ist vorbei. Mann, oh Gott, ich habe langsam keinen Nerv mehr für das Spiel. Es raubt mir einfach mein Gehirn. Alles, was ich kann. Es ist zu hardcore für mich. Wenn ich Alice in Sicherheit bringe. Dich kann ich ja nicht töten. Aber jetzt muss ich warten. Ich will versuchen, den Zehner auf dem Rückweg einzusammeln. Wie habe ich denn das mit der ersten Kombi jetzt gemacht, damit es funktioniert hat? Das muss sein, das muss sein, das muss sein.
Dreier nach oben, Zweier nach unten. Nee. Zack, zack, zack. Kein Plan. Einmal versuche es noch. Dich brauche ich. Vielleicht jetzt ein Zweier. Ah, Scheißdreck, Mann. Nee, ich hab keine Lust mehr. Irgendwie, jetzt die letzten paar Level, die sind zu hardcore. Aber echt mal. Gut, dann würde ich sagen, das war Marissa's Let's Drop Tower. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.